bin ein sehr nachdenklicher Mensch. Ja, ich denke zum Beispiel seit Jahren darüber nach, wer ich bin, wo ich bin und ja, wie toll ich wirklich bin. Ja. Auftreten, auffallen und abräumen. Das ist mein Motto. Ich bin wahnsinnig klug und kann tanzen wie Fred und bin außerdem meistens nett. D-I-V-A, Diva! Holla, Krutke! Boah, du musst dich fortpflanzen! Ich bin sexy, endlich sexy. An mir ist alles aus Silikon. Wenn ich sterb, bin ich so in der Müll mit im Pool. Aber da hat halt so eine ganz dichte Bewaldung. Und einen ziemlich starken Ast, wenn Sie verstehen. Ja, ja, dann nannte ich auch gerne seinen großen Bohrer. Und diese Stunde, die gehörte uns. Ja? Wir zwei in diesem Hotelzimmer gegen den Rest der Welt. Ja, so war das Gefühl. Oh. Naja, wenn er halt eine kleine Füllung verpasst hatte, ne? dann hatten wir noch 55 Minuten Zeit, über Gott und die Welt zu reden. Ja, es ist Licht wie die Nacht. Ich kann's nicht glauben, du bist hässlich wie die Nacht. Da hilft kein Saufen. Ich bin der Rita. Ja, da los, Rita. Ich war früher ein Mann. Dieter! War ich früher. Und im Raum ist noch alles dran. Da hat er mir seine ernsten Absichten mitgeteilt. Ja, seine ernsten Trennungsabsichten. Ja. Ja, wie hat er das nochmal gesagt? Es ist aus. Dass du so schnell bist, für mich mein Shampoo. Die Tracht ist länger von Shampoo dran. Der Italiener von der Eisbude unten hält mir meine Unterhose ins Gesicht und sagt, Diva, ist das deine Unterhose? Steht deine Telefonnummer drin? Weißt du, kam runtergeflattert, große Windstoß, Mitte von den Leuten die Kaffee. Die deutsche Diva-Partei, DDDP. Oh, da hat die deutsche Welt nur drauf gewartet. Gott, meine Biografie, The Secret Diva Diaries, wird ein Weltbestseller. Und Sie werden alle Entzugskliniken nach mir benennen.